Hallo liebe Rasenfreaks, es geht wieder los. Herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Wir haben vor 2 Wochen mein Grün gesandet. Besser gesagt, ich habe mein Grün gesandet. Das haben wir ja hier angelegt, wie ihr in diesem Video hier gesehen habt. Jetzt habe ich die Fläche fast wieder in einem super Zustand. Ich habe 2 Wochen lang mit meinem AdKuh gemäht, weil ich meinen Swordman schonen wollte. Durch den Sand wird natürlich die Spindel sehr stark belastet. Der Sand ist wie Schmirgelpapier, wie Schleifpapier. Deswegen habe ich mit dem AdKuh gemäht. Der hat auch ordentlich die Steinchen noch so aufgesammelt. Jetzt mähen wir noch einmal, dann gucken wir uns die Fläche an. Und dann springen wir 2 Wochen zurück und sanden diese Fläche. Viel Spaß dabei. Man hat eben gehört, wie die Spindel sich schon quält, wie sie schon so ein bisschen stumpf ist. Das liegt am Sand. Das ist natürlich nicht schön. Die werde ich nochmal nachschleifen, nochmal backleppen müssen. Außerdem schlägt jetzt mein Dünger durch. Stichwort zweite Mal düngen. Ich habe ja das zweite Mal gedüngt und jetzt fängt der Rasen an zu wachsen. Es ist unglaublich. Ich muss jeden Tag mähen. Jetzt tatsächlich höher als 10 mm gemäht. Ich wollte eigentlich auf 10 mähen. Das sind so 10 bis 12 mm. Wir mähen noch einmal quer und dann messen wir nochmal. Hier ist er schon richtig schön dicht. Da sieht man auch deutlich, dass der Sand noch zu sehen ist. Aber insgesamt nach 2 Wochen die Fläche so gut wie zu. So, und jetzt springen wir zurück. Ich will heute mein neues Grün noch mal jetzt ein bisschen kürzer schneiden. Ich sag mal, gnadenlose 10 mm. Und dann will ich es sanden und coole Sache, also wirklich coole Sache, die Firma Risisani, das kleine Familienunternehmen, das den Rasenrakel anbietet. Ich habe da auch ein unglaublich erfolgreiches Video gemacht. Also warum das so oft geklickt wurde, Wahnsinn. Hat das Gerät überarbeitet. Hier gibt es jetzt überhaupt keine Handschweißnähte mehr. Das ist alles nur noch punktgeschweißt und ganz toll aus einem Blech gefertigt, also gestanzt und umgelegt. Großartig, also da gibt es jetzt überhaupt keine groben Schweißnähte mehr.
sehr schön gemacht. Die ganze Aufhängung ist hier auch aus Edelstahl. Die Schrauben sind alle Edelstahl. Gab es auch mal ein bisschen Kritik. Alles 100% Edelstahl. Aus dickem Blech hier die Aufnahme für den Stiel aus Edelstahl. Komplett überarbeitet das Teil. Zum gleichen Preis. Coole Sache. Könnt ihr ja noch mal gucken, wenn ihr wollt, über meinen Affiliate-Link. Ja, ich werde daran beteiligt. Danke, wenn ihr meine Links nutzt. Freue ich mich. Verdiene ich ein bisschen was dabei. Für euch ist das egal. Ihr habt da keinen Nachteil. Aber ja, ihr unterstützt mich. Umwogene 10 mm auf dem Grün beim Rasenfreak. Wie ihr in meinem letzten Video vielleicht schon gesehen habt, habe ich hier auf 12 angefangen. Das Fairway, wir nennen es mal jetzt mal Fairway, das Fairway ist auch noch auf 15. Eigentlich ist das Fairway-Höhe 12 mm, muss man sich mal vorstellen. Ich gehe jetzt wahrscheinlich so auf 13. Ich gehe auf 13 jetzt hier mit meinem E-Flex und hier gehen wir jetzt auf 10. Erst die Schraube lösen. So. Und dann 10 mm. Ja, 10 mm. 10 mm. So, Freaks, der Rasenradler ist umgebaut. Was mir echt gut gefällt, dass jetzt hier das alles auf einer Höhe ist, auf einer Ebene. Das war beim ersten Teil nicht, also noch ein bisschen glatter. Das geht auch so einen kurz geschnittenen Rasen, geht das so richtig gut. Der wird so richtig glatt. Richtig glatt, Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Das ist gierig. Auf kurz geschnittenem Rasen. Das ist der Hammer. Absolut mega, Freaks. Ist schon so glatt, herrlich. Man braucht ungefähr 2 bis 3 Liter pro Quadratmeter. Gibt es unterschiedliche Angaben. Oder 0,35 Kubikmeter pro 100 Quadratmeter. Das sind die beiden Angaben, die ich so kenne. Es ist natürlich auch immer eine Gefühlssache, nicht zu viel. Jetzt, hier sieht man ja schon so ein paar Flächen, die sind schon fast zu. Das sind halt die Löcher. Und jetzt will ich noch mal ein bisschen wässern, damit der Sand noch ein bisschen reingeschwert. Ganz vorsichtig wässern und ein paar Tage warten, dann wieder mähen. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die nächsten Videos mit euch. Euer Rasenfreak. Tschüss.